Hallo und herzlich willkommen zurück zum heutigen Mafia Monday. Ich beginne das Spiel mal ganz untypisch aus dem Pausenbildschirm. Denn wir hatten das letzte Mal, da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, durchgeschlagen durch das Level ein verdammter Glückspilz hieß es. Und wir mussten da einen Typen erledigen, die rechte Hand des Erzrivalen. Und wir haben es nie gepackt. Wir haben dieses Attentat, was fehlgeschlagen ist, in der Telefonzelle aus. Da hat hier der Poli, der gerade zum Auto rennt, versucht, im Restaurant jemanden zu erschießen. Es war der Falsche. Dann haben wir eine Stange Dynamit bekommen. Sollten wir unterm Auto platzieren. Wer stieg ein? Eine junge Frau, auch die falsche Person. Und jetzt sind wir hier gerade dabei. Da hatte ich an dieser Stelle das letztes Mal unterbrochen. Müssen wir jetzt da hinten, er rennt gerade zur Tür, diesen Mann müssen wir erledigen und wir sind gerade auf der Flucht, denn auch dieses Attentat ist fehlgeschlagen und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht und wir setzen einfach fort, dann bin ich mal gespannt. So, schütteln Sie ab, dann werden wir schon mitten reingestoßen hier. Müssen wir nochmal fahren, genau. Wir müssen die Idioten jetzt abschütteln. Letztes Mal lief das ja ziemlich schief. So, lass mich mal hier durch, ihr Idioten. Ja, vielen Dank. Letztes Mal lief das ja ziemlich schief, denn wir wurden auf das Dach gelegt. Wir haben auch die falsche Karre gewählt, würde ich mal einfach behaupten, weil die ist einfach arschlangsam. Da können wir nichts machen. Die versuchen uns jetzt abzudrängen hier, ja. Ja, schon gedacht. So, er kann einfach durch die Straßen, Laternen kann er einfach durchfahren. Wir können das natürlich nicht. Das wäre viel zu einfach. So, er ist jetzt immer noch hinten auf der Spur. Wir haben irgendwas mit unserem Reifen. Guck mal, der Eier so komisch hinten rechts. Ja, wir können eigentlich nochmal laden, weil das macht keinen Sinn, würde ich gerade sagen. So kommen wir gar nicht von der Stelle. So, kurz, wir drücken das weg, dann schütten wir sie ab, Pauli steigt ein. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir die falsche Karre gewählt haben für unser Vorhaben. Die scheint mir doch arg langsam. So, hier sind wir jetzt ein bisschen besser weggekommen als beim ersten Mal, aber der andere, der ist schon hinter uns. Hier, guck, die drängen uns ab. Wir fahren mal in diese Richtung. Mann, 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 das ist eine Menge Action. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt das Attentat mal zu Ende bringen können oder ob wir irgendwie doch ein Problem haben, uns da diesem Mann zu nähern, den wir eigentlich erschießen sollen. So, der versucht sich jetzt wieder abzudrängen. Diesmal machen wir es so. Gut, haben wir jemanden überfahren. Es tut mir sehr leid. Wir kommen aber noch von der Stelle. Die anderen stehen jetzt, aber die kommen uns immer hinterher. Das ist... das fällt mir gar nicht. So, die versuchen uns wieder abzudrängen. Ich habe keine Ahnung, wie wir denen entkommen sollen. Denn, wie gesagt, wir haben die viel langsamere Karre. So, die müssen jetzt erstmal drehen. Das haben die wahrscheinlich schneller gemacht als wir. Ja, jetzt sind sie schon wieder gedreht. Und wir haben auf jeden Fall ein Loch im Reifen. Das sehe ich doch von hier. Keine Ahnung, wie man das machen soll, wenn wir die abschütteln können. Vielleicht trifft der Pauli ja auch mal. Können wir eigentlich auch schießen? Nein, ich glaube, wir können nicht. Guck mal nicht. Alter. So, Pauli ist tot. Neuer Versuch. Oh weh, ich habe so die Befürchtung, dass wir das Ganze nochmal machen müssen, weil ich einfach die falsche Karre gewählt habe. Mit dem Ding kommen wir auf jeden Fall nicht weit. So, wir drehen jetzt mal um. Und da sind sie schon an uns dran. Die versuchen auf jeden Fall, so wie ich das sehe, immer links. Nein, jetzt wollte ich gerade schon sagen. Versuchen immer links zu überholen, aber das stimmt nicht. Die überholen auch rechts. So, jetzt fahren sie mal eine andere Strecke. Jetzt haben wir sie ein bisschen gelockt. Sie drehen aber schon um. Versuchen wir mal da ein bisschen zu entkommen. So, aber die sind einfach viel zu schnell. Guckt euch das an. Hier sieht man es schön im Radar. Der rote Stift, das ist der Gegner. Ich habe keine Ahnung, wie wir den entkommen sollen. Jetzt überholen sie uns links. So, jetzt haben sie mal... jetzt haben die einen Unfall gebaut und wir verlieren die Kontrolle über den Wagen. Also, wie gesagt, jetzt krachen die voll uns rein, oder? Wir hängen irgendwo fest. Hallo? Man sieht jetzt gerade gar nichts. Kommen wieder von der Stelle. Ne, wir haben uns festgebackt. Ich muss nochmal von neuem laden. Oh, das ist ja ärgerlich. Wie machen wir das nur am besten? So, das kennen wir schon. Komm schon, schnell, schüttel sie ab. Da waren wir mal ein bisschen erfolgreich. Da haben wir uns schon irgendwo wieder festgehangen. Also wie... So, und sie sind schon neben uns. Wir haben keine Chance zu entkommen. Sie drängen uns ab. Schießen auf unser Wagen und auf Pony. Versuchen uns jetzt mal so irgendwie da durchzudrängen. Hier ist gerade eine Menge Verkehr. Vielleicht können wir so entkommen, aber ich bin nein, natürlich nicht. Das können wir natürlich nicht tun. Ich habe auch keine Ahnung, was wir besser machen könnten. Weil die werden uns so oder so immer überholen und abdrängen. Hier ist schon das nächste Beispiel. Die Physik ist auch sehr, sehr scheiße wieder hier an dieser Stelle, denn...
Wenn die einmal neben uns sind, kann ich nicht bremsen. Die ziehen uns mit. Hier, guck, guck, ich kann nichts machen. Ich komme nicht von der Stelle. So, vielleicht jetzt mal. Dass ich mal wenigstens ein bisschen abhauen kann. Nee, ich bin daneben. Pauli ist tot. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich kann eigentlich nur neuer Versuch machen. Da gibt es ja irgendeinen Trick. Wisst ihr, das ist auch so eine Kacke. Hier, gerade in dieser Sequenz hat man gesehen, der Pauli trägt ein Maschinengewehr. Und was nimmt er zum Schießen? Hier so eine mickrige Pistole. Und die anderen beiden Idioten, die schießen mit einer richtig fetten Waffe auf uns. Das ist doch nicht fair. Ich glaube einfach, wir haben die falsche Karre gewählt. So, ich habe auch nicht das mit der Automatik drin. Nee, ne? So, hier, das konnten wir jetzt ein bisschen umgehen, dass wir mal ein bisschen beschleunigen können. Aber nein, wir haben keine Chance. Hier, guck, der fängt jetzt wieder ab. Alter! Das war mal ein cooler Move. Ah, ich dachte, wir hätten sie vielleicht aufs Dach legen können, aber schade, nein. Hier, guck, der fängt uns einfach ab, der Arsch. Wir haben keine Chance zu entkommen. Vorne bei uns ist das Rad schon kaputt. Vorne links, rechts. So, Pauli ist tot. Wir machen das anders. Pass auf. Einen Versuch gebe ich uns noch. Einen einzigen. Wenn der es nichts wird, dann machen wir es anders. Ich habe keine Lust mehr da, mich rumzuärgern mit so einem langsamen Auto. Jetzt soll einfach eine andere Karre nehmen. Sogar wenn ich gucke, ich mache gar nichts und er drückt uns einfach. Ich habe gerade die Hände weg vom Steuer, beziehungsweise von der Tastatur, und er drückt uns. Ich kann nichts machen. So. Und schon sind sie wieder neben uns. Ich kann nichts dagegen tun. Würde es mir sehr helfen, wenn die sich mal aufs Dach legen würden oder so. So zum Beispiel. So, jetzt können wir denen ein bisschen entkommen. Ein kleines wenig, aber nee, sie stehen schon wieder richtig. Die werden uns einholen auf jeden Fall. Guck mal, wie schnell die Karre ist. Guck dir das an, wie schnell die wieder bei uns ist. Guck dir das an. So, jetzt sind sie mit den anderen kollidiert. Das macht gar nichts, die fahren einfach weiter. So, die fahren einfach dadurch wie die wilden Idioten. Wir bremsen mal ein bisschen ab und legen uns aufs Dach. Das darf doch nicht wahr sein. Alter, ich habe gerade schon keinen Bock mehr. Gut, wir machen das anders. Wir holen uns... Funktioniert das so, wie ich das vorhab? Ne, das war falsch. Spiel laden. Das Feuerwerk. Auch falsch. Ich versuche gerade an dem Punkt zurückzuladen, dass wir uns ein anderes Auto wählen können. Warte mal. Ich versuche mal nochmal in die Einfahrt reinzufahren. Vielleicht können wir uns da eine andere Karre auswählen. So. Können wir? Lässt er uns zurückfahren? Ja. So, wir parken jetzt unser Auto einfach da. Ist mir jetzt scheißegal, blödes Ding. So, wir steigen jetzt aus. Da hole ich mal ganz schnell eine andere Karre. Da der rote. Der sieht doch schnell aus. Den nehmen wir jetzt. Komm, steig ein. Weil ihr habt gesehen, das hat keinen Wert. Wir überschlagen uns alles. Und das macht einfach keinen Sinn. Was weiß ich. Boah, das Auto sieht schon viel, viel besser aus. So, wir fahren jetzt mit dem Auto. Fahren wir jetzt Richtung Ziel. Och, jetzt sind wir jetzt. So. Kurz auf die Karte gucken. Sorry, dass wir die Strecke jetzt nochmal fahren müssen. Ich werde mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht gebe ich... Oh, das darf doch nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Heute fängt schon gut wieder an. Ich wollte gerade sagen, ja, komm, zahl den Strafzettel und gut ist. Unnötigerweise, wie immer. Ja, ich bin zu schnell gefahren. Lalalala. Kann ich das irgendwie abbrechen oder so? Nein, kann ich nicht. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Ach Gott, ist das nervig. Junge, ich mache hier ein Let's Play. Komm, beeil dich. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Ja, kommt auf keinen Fall vor. So, einsteigen. Pauli steigt bitte auch ein. Ich muss sofort den Tempomat dran machen. Ja, hör auf zu hupen, du Pussy. So, darf ich jetzt fahren? Tempomat. So, jetzt kann nichts mehr passieren. So. Das wollte ich sagen. Also, ich glaube, wir haben jetzt schon fast 10 Minuten verplempert mit dieser Sequenz.
Ich guck mal, wie ich es mache. Vielleicht schneide ich es raus, vielleicht lasse ich es aber auch drin und mache diese Folge einfach Überlänge. Das schauen wir, was noch passiert. Vielleicht, dass es sich halt lohnt für euch. So, wir fahren jetzt hier. Auf jeden Fall ist diese Karre wesentlich, wesentlich schneller. So. Habe ich das noch im Kopf, wo das war? Ne, das war, glaube ich, auf der ganz anderen Seite. Jo. Also, wir müssen auch über die Insel drüber. So, wenn wir nämlich nachher fliehen von dem Tatort weg, wo wir gerade jetzt waren, dann nehmen wir den Tempomat raus und dann geht's ab. Dann düsen wir davon. Wenn wir sie einfach nur abschütteln sollen, dann brauchen wir nicht drauf viel Wert zu legen, dass wir die irgendwie besonders mit unseren Waffen bearbeiten oder was weiß ich. Dann geht's einfach nur darin, schnell abzuhauen. So, wir müssen auf die andere Seite wieder fahren. Also schon ärgerlich, ne? Jetzt muss ich das Ganze nochmal spielen bis zu diesem Punkt. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das vorhabe, und das System überspeichert das dann, wenn es darum geht zu fliehen. Aber normalerweise dürfte das schon der Fall sein. So, wir fahren jetzt mal einfach hier schnell über die Brücke, flups. Und dann kommen wir in den anderen Teil der Stadt an. Da, wo wir hin müssen. Und dann schauen wir mal, dann werden die Karten neu gemischt. Musik ist immer noch sehr schön. Das gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Auch wenn es da immer wieder mal kleine Probleme gab mit den Rechten. Also, mit den Rechten meine ich natürlich an den Liedern. Das ist, oder sind wir, müssen wir, ah doch, wir sind hier, wir müssen aber ganz nach unten fahren, ne? Ich glaube schon. So, wir biegen mal da ab. Und dann fahren wir mal diese Straße durch. Am Ende der Straße fahren wir dann links. Ja, die junge Dame, die folgt uns. So, und ich glaube, man sieht schon, ich glaube, wir haben hier die wesentlich bessere Ausrüstung, also das wesentlich bessere Fahrzeug gewählt ist, das wir vorher hatten. Ich glaube einfach, ich hatte damals mich für dieses, für das grüne Fahrzeug entschieden, weil ich nicht wollte, dass irgendwas kaputt geht. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Also ich glaube, die Autos werden einfach nochmal geladen. Oh, da ist wieder ein Polizist. So, langsam fahren. Sind wir hier richtig? Hinten durchfahren und dann nach rechts und dann sind wir schon da. Ja, perfekt. Das ist die Richtung. Vielleicht, habe ich mir auch überlegt, vielleicht mache ich auch so und ich bringe jetzt in dieser Woche, also wenn der Mafia Monday rum ist, noch eine Folge einfach so. Wenn sich, je nachdem, wie sich diese Folge zieht. Halt auf dem Parkplatz an! Ja, ja, die Typen in Schwarz, das sind sie! Ja, genau. So, wir halten jetzt hier an. Diese Sequenz können wir schon, die können wir wegmachen. Jetzt steigen wir schnell ein und weiter geht's. So, kommen mit ihrer Karre da gleich angedüst, genau. Pauli hat schon was verloren. Sind immer noch sauschnell. Aber wir können jetzt besser gegen sie ankämpfen. Das habe ich hier eine Menge abbekommen. Unsere Fahrzeuge, die verkeilen sich auch immer so schnell. So, jetzt können wir ein bisschen beschleunigen. Natürlich ist das Tempomat, wie auch immer das man nennt. Oh, das gibt's doch nicht. Ich kann nichts machen. Der Wagen ist... Oh, wer ist tot? Pauli ist tot. Der Wagen ist einfach so scheiße schwer zu lenken. Ich könnte mich wieder aufregen ohne Ende. Diese künstliche Intelligenz hier in dem Spiel, das ist unfassbar, wie scheiße die ist. Es wird überhaupt nicht mitgedacht. Es ist einfach so, ja, komm, scheiß drauf. Es ist Katastrophe. So, jetzt überholt er uns wieder. Wir haben das Tempomat jetzt diesmal frühzeitig rausgenommen. Ja, klar, Polizei. So, wir überschlagen uns ein bisschen. Stellt der Wagen sich nochmal richtig oder kann ich wieder von vorne anfangen? Nein, ich kann wieder von vorne anfangen. Das können wir vergessen. So, steig ein. Vorne ist die Polizei, die kommt uns jetzt entgegen. Ja, der rammt natürlich nicht die Polizei. Ich habe immer so ein Auge, ich lasse die jetzt mal einfach. Versuche die jetzt mal einfach selber ein bisschen abzudrängen. Jetzt drängt er uns wieder ab. Geh du aus dem Weg, Entschuldigung. So, und schon sind sie wieder neben uns. Sie sind gerade volle Kanne entgegen dem Pfosten gefahren. Oh, nicht ins Wasser. Oh, Alter. Ich war
lässt er uns mal jetzt vorbei. Wer ist jetzt wieder gleich tot? Niemand? Wir hängen schon mit dem Auto. Oh, ist das so ätzend? Ist diese Mission so scheiße ätzend? Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt bin ich gleich tot. Beziehungsweise der Tommy. Der hat nur noch 33%. Oder ist das Pauli? Ich weiß nicht. Ich kann diese Deppen da nicht erkennen. Oh, ich reg mich gerade wieder so auf. Diese verschissene Mission. Weißt du, man muss einfach nur entkommen. Es wird einem so unnötig schwer gemacht. Hau ab. Ja, nimm doch die dicke Knarre raus. So, jetzt bin ich tot, glaube ich, ne? Ein Pauli ist tot. Ein neuer Versuch. Der 4798. So. Wir können gar nicht abhauen. Der beschleunigt gar nicht so schnell. Wir kommen nicht von der Stelle. Es ist unglaublich. Wir dürfen nicht fahren. Einer ist, glaube ich, tot. Habe ich es richtig gesehen jetzt gerade? So, wir halten uns mal ein bisschen. Jetzt fährt die Bahn da lang. So, jetzt gab es gerade eine Kollision. Jetzt schau dir an, wie schnell der wieder auf den Beinen ist, beziehungsweise uns folgt. Nicht? War es das? Ich hau jetzt einfach ab. Das Polizeiauto ist mir gerade egal. Ich habe keine Zeit für so Kappes. Fahrt zurück zu Salieri. Wir scheinen es geschafft zu haben. Vorsichtig bremsen! Jetzt kommt die Polizei ins Hinterher. Es darf doch nicht wahr sein. Es darf einfach nicht wahr sein. Es ist, also... Es ist einfach unglaublich. Jetzt werden wir noch verhaftet. Die nächste Verfolgungsjagd steht an. Die Nerven behalten. Wir fahren jetzt mal da links. Ich weiß gar nicht, wohin. So, die nächste... Das haben wir jetzt gepackt. Jetzt können wir, glaube ich, in Ruhe zurecht zurückfahren. Ich mache jetzt mal wieder das Tempomat rein. So. Dann fahren wir da lang. Ich bin gerade voll aufgeregt, möchte keinen Fehler machen. Und die andere Polizei ist natürlich nicht informiert darüber, was wir getan haben. Nein, warum auch? So, die haben wir auf jeden Fall erfolgreich abgehängt und wir fahren jetzt zurück zum Haus. Müssen wir da lang, genau. Beziehungsweise zu der Bar. Muss mich erstmal nochmal sammeln. Hab mich innerlich gerade wieder so aufgeregt über dieses Scheiß-Level. Katastrophe, Entschuldigung. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das anders moderieren, kommentieren, wie auch immer soll, weil das ist einfach so frustrierend. Naja. Wir tuckern jetzt zurück. Auto arg ramponiert natürlich, klar, nach dieser kleinen Verfolgungsjagd. Diesmal haben wir eigentlich nur 3 Meter gefahren. Dann ist das Auto irgendwie stehen geblieben oder stecken geblieben. Vielleicht hat Pauli den Fahrer erwischt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte das nicht sehen, denn das Auto war auf einmal hinter uns und schon zack. Ist stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung. So. Genau, das sind wir schon an der Bar. Gott sei Dank. Ich dachte schon, dass diese Odyssee hätte nie ein Ende. Hier reinfahren. Dann stellen wir die Karre irgendwo ab. Da kann der Ralph sich drum kümmern. Bleib stehen. Wir haben es auch einigermaßen überlebt. Komischerweise kriegt immer nur der Pauli so viel ab. Wir bekommen eigentlich nie was ab. Also, jetzt gehen wir mal da rein. Später. Okay, was heißt später? Nach so vielen Fehlschlägen gab Salieri den Job an jemand anders. Ich ging nur als eine Art Versicherungspolice mit ihnen. Setz dich hin und sieh zu, damit du nicht noch einmal alles verbockst. Boah, ihr Arschis. Das war gemein. Ja, da bin ich mal gespannt. Macht's mal besser, ihr zwei. Hä? Ah. Oh nein, auch ein Hinterhalt.
Amateur! Das werden wir ja noch sehen. Na, wie der aussieht. Voll der. Oh weh. Jetzt geht's weiter. Warum gehen die Schranken nicht zu? Los! Alter! Oh, Scheiße. Das war ja wirklich professionell. Das ist da noch so viel Übriges von dem Auto. So, und wieder muss der Tommy alles machen. Erledige Sergio Morello. Die Waffe ist bereits geladen. Oh ja, gut, das ist ja eine gute Info. So, Tempomat raus. Komm, gib Gas. Laufen da die Leute über die Straße? Ich glaube, ich werde verrückt hier. Oh. Diese verschissenen Strafzettel, das Unnötigste überhaupt. Kann ich jetzt hier irgendwie schießen oder so? Ah ja. Wir kommen hier kaum den Berg hoch. Jo. Das Ziel entfernt sich immer weiter. Ich darf es nicht zu sehr verlieren. Jetzt ist es weg. Ah, da oben ist es noch aus dem Radar. Sinn? Ah, da vorne. Oder? Ne, das ist ein Polizeiauto. Oh, fick dich. Entschuldigung. Tut mir leid. War nicht so gemeint. Steht einfach die Frau da mitten auf der Straße. Ich glaube, es hackt. So, wir kommen jetzt vorbei. Jetzt können wir uns dem Ziel etwas nähern, dass wir in dieser Aufnahme noch etwas Vernünftiges wenigstens gepackt haben. Komm. Tschüss. Schieß doch. Kann ich schießen? Wahrscheinlich kann er nur schießen, wenn er seitlich dran vorbeifährt. Alter, was war das denn? Hat das jemand von euch genau gesehen? Ich konnte das gerade nicht sehen. Wo sind wir dran? Die Polizei hinter uns. Wo sind wir dran hängen geblieben? So, da vorne müssen wir rechts hier rein. Durchfahren links. Jetzt haben wir natürlich unser Ziel wieder stark verloren. Wir waren nah dran. Okay, der fährt über die Brücke drüber. Das kriegen wir. Alter, das kriegen wir auch hin. Diese Brücke. Wir sind jetzt mal schön gegen den Pfosten gefahren. Die zwei Pfosten. Komm schon, fahr doch schneller. Wieso? Ach, alle Polizisten wurden alarmiert. Ja, ist mir doch egal. Ich habe gerade eine Mission zu machen. Was ist jetzt? Sergio Morello ist entkommen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir werden die Mission niemals zu Ende bekommen. Ja, komm.
So, weiter geht's. Unser Ziel vor Augen, da ist ein Polizist, das ist mir gerade scheißegal. Hat gar nichts gesehen, da wurde gerade eine Frau hinter ihm erfahren, wir sind mit Affenzahn dran vorbeigerast. So, hier kommt er den Berg wieder nicht hoch, ich weiß nicht warum, wieso schaltet der Idiot nicht runter? Ich dachte, wir haben doch Automatik drin, wieso macht er das nicht? Ich habe keine Ahnung, das Spiel, das bringt mich noch zur Verzweiflung. Da ist Taxi, ich dachte schon wieder Polizei, ey. So, komm, fahr doch! Ah, Mann, ey, das ist wirklich anstrengend mit dem Spiel manchmal, ne? So. Ja, ist mir gerade scheißegal. Vorne ist unser Ziel, der hellblaue Wagen. Zack. Strafzelle wieder weg. So, nimm deine Waffe. Muss man auch echt aufpassen, dass man nicht so schnell ins Rutschen gerät. Oh. Ja. Guck mal, wie er die Hand raushält. Was ist mit dir? Komm, wir fahren die Hand ab. Puff. Ich nicht. Alter, mach keine Scheiße. Alter. Sind sie tot? Nee, ich kann nicht schießen. Ich drücke linke Maustaste, nichts passiert. Was haben wir falsch gemacht? Ja. Schon wieder diese verschissene Polizei hinter uns. Alle Polizei wurde alarmiert. Wisst ihr was? Fickt euch. So, da vorne ist noch irgendwo ein Polizeiauto. Ja, genau hinter uns nämlich. Jetzt kommt er wieder da nicht hoch. Komm, fahr, Alter. Zeit für so ein Kappes. Die können wir, glaube ich, ein bisschen aufholen, weil auf gerade oder auf ebener Strecke ist das Auto ziemlich schnell. Alter! Rammt er uns da volle Kanne? Was ist mit dem? So eine Verfolgungs... Ich muss die Nerven behalten. So, hier komme ich wieder nicht voran und wir haben das Ziel verloren. Wir können nochmal von vorne laden. Es ist doch zum Kotzen. Ich weiß auch nicht, was das bringen soll mit dieser Geschwindigkeitskontrolle während einer Verfolgungsjagd. Soll das realistisch sein? Soll das wirklich halt so nah wie möglich an der Wirklichkeit sein, einfach zu sagen, ja, sogar bei einer Verfolgungsjagd, bei Mafiosi, wenn zwei Mafiosi hintereinander herfahren, gibt es sowas wie eine Geschwindigkeitskontrolle. Ja, dann wiederum, meine lieben Entwickler, erwarte ich aber auch, dass der Gegner auch verfolgt wird. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist diese Polizeikontrolle, also beziehungsweise diese Geschwindigkeitskontrolle, wie wir sie gerade hier sehen, ist die gedacht, um das Level noch schwieriger zu machen, als es eh schon ist? Das ist mir ein Rätsel. Boah, das war arschknapp. Was ist denn jetzt? Jetzt fangen sie auch uns noch auf... ich kann gar nicht mehr reden von lauter Unmut. Fangen die noch an, auf uns zu schießen. Ich glaube, das ist das Pistolensymbol, bedeutet... dass die auf uns schießen werden, sobald sie uns sehen. So, ich kann jetzt auch hier nicht mich groß rüberlehnen, weil ich... Schießt der überhaupt? Oder macht der überhaupt irgendwas? Was ist denn jetzt? Alter. Okay. Ich habe auch keine Ahnung. Sollen wir den einfach nur verfolgen? Oder sollen wir ihn abknallen während der Fahrt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine verfickte Ahnung. So, der ist jetzt gleich wieder weg. Der ist da vorne schon um die Kurve gefahren. So, da schießt wieder einer auf uns. Wir kommen wieder nicht um die Kurve und ich glaube, spätestens hinter der Brücke ist er wieder weg. So, das war's. Wisst ihr was? Fickt die Spiel. Hier, diesen hier. Auf Wiedersehen.